Sieg Spandau. Nach dem Supercup-Erfolg am vergangenen Wochenende holen sich die Spandauer auch den ersten Sieg in der Bundesliga. Gegen die Orcas aus Potsdam gewinnen sie mit 24-8. Eigentlich war unser Saisonauftakt, haben wir genau so vorgestellt, mit einem Sieg in die Saison starten. Und das wollen wir jetzt auch die nächsten Spiele weiterführen. Doch jedes Match beginnt bei 0-0. Die erfahrenen, routinierten Spandauer gegen die jungen Wilden aus Potsdam. Doch schnell wird klar, wer hier den Takt vorgibt. Schon nach 8 Spielminuten führen die Gastgeber aus Berlin mit 5 Toren Vorsprung. Kapitän Marin Restovic netzt zum 6-1. Und selbst wenn die vom Verletzungspech geplagten Potsdamer eine Lösung gegen die schnellen und frühen Attacken der Spandauer finden, scheitern sie immer wieder an Max Wernitz Schweimer, der den Kasten der Wasserfreunde sauber hält. Mit dem Stand von 10-3 geht es in die zweite Halbzeit. Wir haben unser Konzept eigentlich gut umgesetzt. Wir waren alle motiviert und das, was wir uns erhofft haben, ist auch eingetreten. Nach der Pause machen die Wasserfreunde dort weiter, wo sie in der ersten Halbzeit aufgehört haben. Mit einem soliden Vorsprung von mindestens 10 Toren halten sie die Potsdamer immer auf Distanz. Yannick Hiro bringt mit seinem Treffer zum 18-5 im dritten Viertel womöglich schon die Spielentscheidung. Und obwohl sich die Potsdamer noch einmal ein wenig aufbäumen, sind es die Favoriten von den Wasserfreunden, die jubeln. Augusti Perikas erzielt das Tor zum Endergebnis von 24-8. Mit 16 Toren Vorsprung geht der Sieg also verdient an die Spandauer, die bereits an das nächste Match denken. Ja, natürlich, so ein Sieg pusht eine Mannschaft natürlich immer. Und jetzt mit noch einem weiteren Sieg sind wir für das Champions-League-Spiel am Mittwoch natürlich klasse aufgestellt. In der Bundesliga geht es für die Spandauer nächste Woche dann aber nach Duisburg. Denn nun wollen sie natürlich noch mehr, damit es wieder heißt Spiel, Sieg, Spandau.